Herzlich willkommen zum RFM-Tutorial, in dem wir uns dem Ebenenspannungszustand widmen. Ja, heute betrachten wir uns ein Rohr, welches mittels Spiralschweißung hergestellt werden soll. Dafür benötigen wir die Grund- und Hauptspannungen und von den Hauptspannungen deren Richtungen. Ja, wie gehen wir heute vor? Zuerst modellieren wir ein Flächensystem, welches an einem Ende gelagert ist. Dann werfen wir einen Blick auf die FE-Netzgrößen und des Weiteren zeige ich euch ein Beispiel, wie mit den Ergebnissen umgegangen werden kann. Und zum Schluss ziehen wir einen Vergleich mit der Handrechnung. Beginnen wir wieder mit den Basisangaben. Heute nenne ich mein Modell wie das Tutorial, Ebenenspannungszustand. Ja, wir sind im 3D-System unterwegs und rechnen ohne Normen. Als erstes drehen wir uns die Arbeitsebene ins XZ-Koordinatensystem, oben auf der Symbolleiste. Dann gehen wir runter auf die Statusleiste und mit der rechten Maustaste auf Raster kommen wir in den Dialog. Ich stelle mir den Abstand mit 10 auf 10 cm ein. Zuerst zeichne ich mir jetzt eine Hilfslinie von 2 Meter, an dem wir dann unsere Rohrflächen ausrichten. Mit der rechten Maustaste kommen wir wie gehabt aus dem Befehl heraus. In der Symbolleiste finden wir hier auch die Rohrflächen. Wir definieren es mit einer Dicke von 2 mm und einem Radius von 15 cm. Jetzt brauchen wir bloß die Linie anklicken und schon haben sich die Flächen automatisch generiert. Diese unterteilen wir jetzt, damit wir nachher besser mit den Ergebniswerten hantieren können. Ja, die automatische Einstellung passt hier ganz gut. Die lassen wir so. Kommen wir jetzt zur Lagerung. Wir nehmen die Einspannung noch raus. Für unser Modell ist eine feste Lagerung der Knoten vollkommen ausreichend. Okay. Und okay. Ich ziehe einmal über alle Knoten drüber und die Lager sind modelliert. Mit der rechten Maustaste könnt ihr im Kontextmenü die Ansicht noch anpassen. Ich markiere mir jetzt das Lager und die Hilfslinie und lösche die beiden. Die brauchen wir nicht mehr. Drehen wir die Arbeitsebene wieder in die YZ-Ebene. Ja, was brauchen wir noch? Für die Lastanleitung am Rohrende modellieren wir uns eine starre Kreisplatte. Die Fläche findet ihr in der Symbolliste hier oben. Den geben wir den Steifigkeitstyp starr. Okay. Jetzt noch auf den mittleren Knoten nach außen und da haben wir auch schon die Platte. Erzeugen wir uns die Knotenlast. Da wir noch keinen Lastfall angelegt haben, öffnet sich hier automatisch der Dialog. Hier sind wir schon bei der Knotenlast. Es ist eine Zugkraft mit 80 kN anzusetzen und ein Torsionsmoment von 15 kN gegen die Achse. Stellen wir noch die Dezimalstellen ein. Ich brauche keine drei Nullen. 1. Okay. Auf den Knoten geklickt und wir haben unser System schon fertig modelliert und können es berechnen. Ja, die Verformungen, die werden hier nicht gebraucht. Wir schauen uns die Netzgestaltung an. Als Netzgröße ist ein halber Meter voreingestellt. Für dieses Modell ist es viel zu groß. Aber die Ergebnisse schauen wir uns trotzdem an. Und vergleichen Sie dann mit dem feineren Netz. Ich gehe auf den Zeigennavigator und ändere mir die Ergebnisvariante unter Flächen und dann konstant in Elementen. Da werden die Werte der FE-Knoten gemittelt und in den Elementmitten angezeigt. Ich stehe unten auf den Ergebnisnavigator für die Ausgabe.
Aber zuerst markieren wir uns noch eine Teilfläche des Modells für die Minimierung der Ergebnisausgabe. Gehen wir auf die Werte. Wir brauchen die gezielten Werte. Finden wir unter Schnittgrößen und Spannungen. Wir brauchen hier die Normalspannungen und die Schubspannungen infolge Torsion, die Hauptspannungen, deren Richtung und wir nehmen noch die Vergleichsspannung mit rein. Ist jetzt von der Ansicht noch nicht so schön. Wir nehmen die Extremwerte raus und wir wollen für die Rasterpunkte noch die Symbole der Spannungen und wir brauchen noch die Nummerierung der Rasterpunkte. Ja, so sieht das schon ganz gut aus. Jetzt haben wir unsere erste kurze Ergebnisausgabe für den mittleren Punkt der Teilfläche. Ja, was super bei den Rasterpunkten ist, die sind mit den Tabellen verbunden. Hier kann jetzt auch die jeweilige gewählte Zeile nach Excel exportiert werden. Das sehen wir jetzt hier unten. Beispielsweise die Hauptspannungen. Ja, das ist nur zur Info, damit ihr eure Ergebnisse auch tabellarisch übergeben könnt. So, jetzt kompiliere ich mir das komplette Modell für die Netzverfeinerung und dann kann ich die Ergebnisse vergleichen. Ich verschiebe mir das auf 30 cm nach vorn und 1,20 m nach hinten. Ja, die Flächen sind jetzt aktiv. Mit der rechten Maustaste auf die Fläche kommen wir wieder in das Kontextmenü und stellen uns oder erzeugen eine Netzverdichtung. Neu. Und hier ja, auf Erzeugen. Stellen wir die auf 2 cm. Das ist sehr genau für unser Modell. Ja, dann schalten wir gleich mal das Drahtmodell ein, aber wir haben noch keine FE-Netz. Wir berechnen es erst nochmal. Und hier sieht man schon die sehr feine Struktur von 2 cm Netzgröße. Separiere ich mir hier die zwei Teilflächen und blende die anderen aus. Die Ergebnisse, die blende ich mir wieder ein. Und dann drehen wir uns das noch zurecht. Genau, jetzt haben wir es anständig nebeneinander. Ja, mir ist jetzt zuerst aufgefallen, dass im feineren Netz die Normalspannung übereinstimmen und Y in Richtung 0 sind und somit der Ausgangsbelastung gerecht werden. Schauen wir auf die Drillspannungen. Die haben wir an den Innen- und Außenseiten gegeben. Diese sind in etwa gleich und stimmen jetzt auch mit der Handrechnung überein. Allgemein ist in diesem Beispiel zu sehen, dass die Spannungen mit einer feineren Vernetzung sich den zu erwartenden Ergebnissen annähern. Die Netzgröße ist also immer den jeweiligen Bauteilabmessungen anzupassen. Auf Singularitäten, Deltungsbereiche gehe ich jetzt nicht ein. Die globalen FE-Netzparameter findet ihr hier oben unter den Berechnungen in der Menüleiste. Ja, wir schauen uns noch die Richtung der Hauptspannungen an. In dem Ergebnisnavigator stellen wir uns die Trajektorien ein. Die findet ihr hier unter Alpha M. Und jetzt vergrößere ich mal ein bisschen die Darstellung. Ja, jetzt sind sie ganz gut zu sehen. Auch in der Isometrie. Und hier außen läuft jetzt die Schweißnaht lang. Ich drehe mir das nochmal in die Y-Ansicht. Und ja, ich bin soweit fertig mit dem Tutorial und wünsche euch viel Spaß beim Rechnen und Modellieren. Ciao!